Jetzt bin ich zweimal durchgelaufen. Ich habe echt keinen Ort gesehen, wo die sein könnte. In einem Bonuslevel. War die hier in einem Bonuslevel? Echt? Nach dem Squidder-Endeschild. Moment, laufen wir nochmal schnell durch. Passt schon. Da übersehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das jetzt wieder versteckt war. So. Zack. Durchlaufen. Ja, sollte vielleicht Dixie auch mal Huckepack nehmen. Und nicht wieder fallen lassen. Danke. Sag einfach, da unten direkt war. Und auf mich gelauert hat. Ach da! Jetzt habe ich es gesehen. Kill me, please. Okay. Dann holen wir das eben mal. Ich muss nur mit Kitty da hinten durchkommen. Hätte ich Squidder nicht verloren an der einen Stelle, hätte ich es wahrscheinlich sogar gehabt. Und tschüss. Und hallo. So, einfach durchlaufen. So. Habe ich da versucht, Kitty hochzuwerfen an der Stelle? Oder mit Kitty? Ich habe keine Ahnung. War aber schon ziemlich offensichtlich. So nicht. Als ob. Kitty. Roll doch nicht einfach wieder den Berg runter. So, und jetzt bitte einmal nach oben werfen. Danke. Das wollte ich. So. Hätten wir das auch. So, unten ist noch Funky, dann weiter zu Ropey Rumpus. Ich kann mich auch mal von der Flaggenseite probiert haben. Okay. Oh Gott. Die ganzen Bienen hier immer. Da ist ein Bonuslevel. Das habe ich jetzt sogar gesehen. Ich muss noch da hinkommen irgendwie. Einfach hier runter? Kommen wir da so weit rüber gesprungen? Ich würde sagen, nein. Wir probieren das aber gleich nochmal aus. Fragt mich nicht, was das sollte. Da guckt man einmal kurz auf den Chat und kriegt einfach voll auf die Fräse. So, probieren wir das nochmal. Funktioniert. Mm-hmm.
So, damit. Dö. Ich wollte gerade sagen, damit Dixie sich ein gutes Stückchen einfacher. Und ja, wäre es. So. Voll in den Nacken. Ja. Die Nacken. Okay, ich laufe ja einfach schon durch. Ist gut, Spiel. Dann will man sich einmal Zeit lassen, das Spiel so, nee. Hast keine Zeit. Okay. Durchlaufen ist auch nicht richtig. Ich finde es übrigens schön, dass ich jedes Mal aus der Luft eigentlich immer springe. So. Hätten wir das. Und damit springe ich dich noch eben weg. Die hat auch schon... Ne? Gehst nicht so tief, wie ich erwartet hätte. Die hat auch gerade schon halb meine Hände rasiert. Is it worth? Nein. Aber wir haben es zumindest überlebt. Nein! In die andere Richtung rasen sollen. So, hier. Also gegen Bienen habe ich ja nichts. Wespen sind die nervigen. Die dir immer ans Leder wollen. Die sind schlimm. Und ich würde sagen, das sind eindeutig Wespen, so aggressiv wie die aussehen. Bienen sind ja nett. Die machen uns Honig. Honig ist lecker. So, diesmal nicht da hinten hin. Aha. Okay. Hier schnell hoch. Jo. Okay. Wespen sind mies. Die stechen einfach alles, was die können. Ja. Yeah. Wow. Spiel, please. Pack deine Highspeed-Wespen woanders hin. Hier ist nichts. Okay. Hup. Dass ich da nicht erwischt wurde. Ist da unten was? No! Natürlich lande ich auch auf der Wespe drauf. Hier auch nochmal. Ach, guck mal. Wait. Wie? Wait, what? Wo bin ich gerade runterge... Wo bin ich dann gerade runtergefallen, dass ich so weit runtergelandet bin? Hä? Ja, quasi. Hier runter gefallen. Ne, hier links. Ah, okay. Ach, diese Wespen, ne? Hör mal mit den Überraschungsangriffen. Oh Gott. Ich darf den Vogel wieder am Leben halten. Okay. Der Vogel hat mich hingeführt. Muss gut sein. Der Vogel weiß, was er will.
Könnten die bitte nicht immer da sein, wo ich gerade hinspringe? Hallo, Bonuslevel. Warum derbst du heute so heftig? Ich weiß nicht. Natürlich soll er genau auf der anderen Seite. Alter! Bananen, please! Die spawnt nicht immer genau dann, wenn ich da gerade hinkomme. Meine Güte. Das war kein schönes Bonuslevel. Und raus hier. Also ich kann sagen, das ist nicht meine Lieblingswelt. Die hat mir bisher noch am wenigsten gefallen. So. Barbos Barriere. Das jetzt nochmal. Ja, genau. So. Der nervigste Boss. Ja, ich glaube, es ist einfach diese ganze Welt, die echt nicht so geil ist. Nein! Wow. Close one. Den Dingern auszuweichen ist auch nicht allzu leicht, muss ich ehrlich sagen. Also im richtigen Timing auszuweichen. Wow! Wow! Und dann killt mich das Ding vom Rückstoß dann auch nochmal. Sag doch, nicht unbedingt die schönste Welt, aber hey. Wir haben es zum Glück gleich geschafft. Wie auch immer das noch getroffen hat. Das dann nicht mehr dafür. Kann ich da bitte mal treffen? So. Wasserlevel in Games. Ja. So. Mal bitte hier hinschießen und weg. Vielleicht sogar eine ganz gute Taktik, das so zu machen. Ist noch genug? Nein, so nicht Spiel. Und hoch. Und weg. Wow. Ich konnte mich nicht bewegen. Frag mich nicht warum. Ja? Achso, es geht ja nach oben. Safe? Irgendwie schon, ne? Das Geräusche. Blub. Blub. War's das? Nein. Ich stehe hier wirklich safe. Ich hätte nicht erwartet, dass der Boss einen Safe-Spot hat. Sogar weitergeschossen, der Sack. Joa. Joa. Diese Welt. Lassen wir sie einfach stehen und gehen. So. Dann wollen wir doch erst einmal da vorne die Blume pflücken. Die ist nämlich gerade gewachsen. Und die bringen wir dem Typen hier. Der möchte nämlich eine Blume haben. Das ist eine schöne Blume. Bitteschön. Dafür kriege ich einen Vogel. Zeig mir den Vogel, dafür, dass ich nicht eine Blume schenke. Okay. Ja komm, lass mich gehen. So, dann müsste ich jetzt noch
den Spiegel wiederholen. Wo hatte ich den denn? Hier schon gekauft? Ja, ne? Hier habe ich schon alles. Komm rein. Nein, geh wieder. Da nicht. Da auch nicht. Ach ja, hier oben bei dem Typen. Da war das. Wie viel willst du dafür haben? Ich kann wieder gehen. Was hast du jetzt gesagt? Anscheinend will er ein bisschen mehr Geld haben, als ich habe. Dementsprechend darf ich den Spiegel erstmal nicht haben. Na gut. Dann gehen wir zum Chaos Core. So. Die finale Welt eigentlich sogar schon. Ach ja. Die sollte ich nicht umrollen. Ich vergaß. Ach, das Level. Oh Gott. Die Musik ist aber auch super. Ich weiß, irgendwo ist hier mal ein Bonuslevel oben im Gebüsch versteckt. Muss nur noch finden. Der wollte mich töten. Also, es wollen viele Gegner. Das ist auch nichts versteckt. Dafür ist es hier unten versteckt. Passt. Moment. So. So. Können wir denn das sogar wieder ein bisschen verlorene Welt machen? Nichts. Das war schmerzhaft. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich war knapp. Ah, cool. Wieder eine Münze mehr. Nice. Nur zumindest die Mitte schon mal. Ich finde schön, dass auch die Fässer rülpsen können. Wofür brauche ich dieses Fass jetzt? Ich würde sagen, für diesen Vogel. Ja, das hat sich gelohnt. Ich habe mich fast in den Abgrund untergeschmissen, der Sack. Da ist mein Bonuslevel. Irgendwie witzig. Vor allem wie Kitty immer guckt. Yay! Ah, nice. Noch holen. Aber diese 15 Bananen sammeln so also mit meine Unlieblingslevel. Unlieblingslevel? Gibt's das Wort so? Wenn nicht, habe ich es gerade frisch erfunden. So, jetzt muss ich nur noch den DK-Münzen-Sack finden. Was ist da unten? Irgendwie habe ich gedacht. Hey, guck mal. Das sieht verdächtig aus. Vielleicht ist da unten ja was. Und spiel so. Nah. Da unten wartet der Tod. Ja. No! Eigentlich wollte ich an dem vorbeispringen. Oder eigentlich auf ihn drauf und dann daran vorbei. Aber irgendwie war das blöd. Ich gehe nochmal zurück.
Bitte nicht zu viel Vorwärtsschwung. Wow! Und plötzlich ging es schneller voran, als ich erwartet hätte. Ich sollte vielleicht wieder ein bisschen geduldiger spielen. Aber es ist leider auch wieder so ein Scrolling-Level. Und ich mag diese Arten von Scrolling-Level nicht. Gib mir mehr Loren-Level. Die sind cool. Die hier weniger. Da packt das Spiel jetzt leider zum Ende doch ein paar zu viele von aus. Für meinen Geschmack. Schade, ich dachte, ich komme da drüber. So, jetzt muss ich nur noch an den ersten vorbei. Dann bin ich wieder geheilt. So. Nein, nicht nochmal. Derb Level 100. 100. Genau das. So. So, warum sollte ich da jetzt nach unten gehen? Ich verstehe es nicht. Alter. Nice. Hätten wir das auch. Und geschafft. Jan, du erregwillige Kreatur Gottes, unterhalte mich beim Essen. Guck's dir an. Wenn du hier nicht unterhalten bist, dann weiß ich auch nicht wo. Aber lass es dir schmecken. Was gibt's denn Schönes? So. Schalten wir erstmal das nächste verlorene Weltlevel. Jan P. Ja. Ich sollte... Ach, das letzte kostet 25. Stimmt ja. Jetzt ist er gierig geworden. So, speichern wir erstmal. Zu dumm, um sich ein Kürzel zu merken. Ich sollte einfach extra für dich einfach den Jan P. umbenennen. So, dann eben doch keine verlorene Welt. Dann machen wir hier weiter im Chaos-Core. Weil du es immer kaufst. Angebot und Nachfrage. Ja gut. So, der hier hat theoretisch einen Code. Den könnten wir lösen, wenn wir einen Spiegel hätten. Leider haben wir keinen Spiegel. Von daher gehen wir jetzt ein bisschen bei Funky zocken, bis wir einen Spiegel haben. Der Loki beste Teil der Reihe. Aber du hast den zweiten Teil vergessen. So, Funky. Zeig uns deine geilen Games. Funky? Swanky. Funky ist woanders. So. Head to head einfach. Wieder einarbeiten hier. Wow! Weißt du, ich hau zwei daneben und währenddessen denkt sich... Oh cool, ich kriege meinen Trostpreis. Ja, komm. Ich hau nur zwei daneben und Cranky währenddessen zack, zack, zack abgezogen. Treffen will gelernt sein, ne? Und vor allem in die richtige Richtung laufen. Kann ich mal bitte ein bisschen mehr Glück haben mit diesen Dingern? Kann ich mal ein bisschen... Wow! Also Punkt 1. Die Dinger kamen echt nicht nett für mich. So quasi einmal links, einmal rechts, einmal links, aber ganz rechts immer. Punkt... Oh, da wollte ich nicht drauf. Punkt 2. Ich sollte treffen. Eigentlich wollte ich Münzen verdienen, um mir den Spiegel zurückzukaufen. Aber so funktioniert das nicht. So funktioniert das. Wie viel kriege ich jetzt dafür? Ich will keine Bananen. Münzen. 4 Stück. Ja komm, gib her. Dann machen wir noch ein paar Mal. Wie viel hat es gekostet? Habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. 2 wahrscheinlich, ja.
Okay. Getroffen hat. Tja, den alten Sack einfach abgezogen. Sache ist, es dauert mir auch zu lange. Vor allem, weil es auch immer zwei kostet.